Indischen Inseln formen ein Archipel, welches dem afrikanischen Kontinent vorgelagert und Teil der geografischen Region Makaronesien ist. Eine der anmutigsten Plätze der Welt. Der vulkanische Ursprung der Inseln und ihr sanftes Klima bieten dem Besucher verschiedenste Landschaften, ohne große Entfernungen überbrücken zu müssen. Auf Teneriffa, der größten Insel des Kanarischen Archipels, entdeckt der Besucher einen kleinen Kontinent. Strände, die zum Baden einladen, neben üppigen Wäldern und verschneiten Bergen. Diese Insel ist der ideale Ort, um einen Urlaub zu verbringen. Zu jeder Jahreszeit findet man eine Fülle von Aktivitäten. Einzigartige Plätze, um Sonne und Meer zu genießen, ruhige Orte, Museen, intensive Aktivitäten sowie erstklassige Hotelanlagen tragen dafür Sorge, dass Ihr Urlaub unvergesslich wird. Von Playa de las Americas aus schlagen wir Ihnen einige Ausflugsziele vor, um Teneriffa besser kennenzulernen. Um den Norden der Insel zu erreichen, kreuzen wir das Gebiet von Isora, wo der Kanarier bemüht ist, die vulkanische Erde landwirtschaftlich zu nutzen oder aber sich dem Fischfang widmet. Die gigantischen, zum Teil tief abstürzenden Felswände, die Acantilados, markieren die Grenze vom Tennogebirge aus zum fruchtbaren Norden der Insel. Dort befinden sich kleine Dörfer, die bis heute kanarische Eigenschaften bewahrt haben. Unter diesen Dörfern befindet sich der Ort Garachico. Dank seines Hafens entwickelte sich Garachico schon in frühester Zeit zu einem blühenden Handelsstädtchen. Von dort wurde der kanarische Malvasia-Wein, den bereits Shakespeare in seinen Werken verewigte, nach ganz Europa exportiert. In dieser Region befinden sich ebenfalls schöne Exemplare des Drago-Baumes. Dieser ist Bestandteil der zum Teil tausendjährigen kanarischen Flora. Der Ort La Orotava mit dem gleichnamigen Tal, welches sich vom Meer bis hin zu den höchsten Gipfeln der Insel erstreckt. Diese meist landwirtschaftlich genutzte Gemeinde bietet dem Besucher diverse interessante Ausflugsziele. In der Region Tacoronte und Acentejo befindet sich das Weinmuseum, wo dem Besucher Einblick in die Geschichte des Weines auf Teneriffa gewährt wird. Einblick in die traditionellen Gepflogenheiten und Bräuche bietet ein Besuch des Museums Casa de Carta. Von Playa de las Americas aus in Richtung Inselinneres, kommen wir in die Dörfer Arona oder Villa Flor. Noch höher, nach Erreichen der Gipfel, kommen wir in die Cañadas del Teide, dem Nationalpark, mit bizarren Lava, Geröll und Felsformationen
die jeden Besucher durch ihre atemberaubende Schönheit in Bann ziehen. In den hohen Lagen Teneriffas befinden sich die Pinienwälder, die das Wasser der Wolken speichern und somit der Insel ihr Leben geben. Durch diese Wälder und Berge fahren wir weiter nach La Laguna, ehemalige Hauptstadt Teneriffas mit einem historischen Stadtkern sowie einer Vielzahl von historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Von Playa de las Americas aus kommen wir in die Hauptstadt der Insel, Santa Cruz de Tenerife. Hier befindet sich der größte Teil der Dienstleistungsgewerbe und Einkaufszentren. Fast alle zum täglichen Leben notwendigen Produkte kommen im Hafen von Santa Cruz nach Teneriffa. Spazierwege, Parkanlagen und der Flair einer kleinen Stadt sind charakteristisch für Santa Cruz de Tenerife. In der Nähe von Santa Cruz befinden sich kleine Fischerdörfchen, welche die alte Tradition der Fischerei dieser Region bis zum heutigen Tage erhalten haben. Die Natur und Schönheit der Lorbeerwälder können wir im Gebiet des Anaga-Gebirges genießen. An den Berghängen befinden sich kleine Ansiedlungen. Im Süden der Insel offeriert Playa de las Americas dem Besucher eine ausgezeichnete Infrastruktur, die durch die Qualität der Dienstleistungen und Hotelanlagen widergespiegelt ist. Die Nähe von Sporthäfen, Wassersportmöglichkeiten und verschiedene Golfplätze, unter diesen sich auch ein 27-Loch-Platz befindet, garantieren dem Besucher einen abwechslungsreichen Urlaub. In Playa de las Americas befindet sich die Hotelanlage Parque Santiago 3 und 4, welche durch ihre besondere Gestaltung und Einrichtung mehr als nur eine Hotelanlage ist. Parque Santiago ist ein hervorragender Komplex von Apartments, deren moderne Konstruktion perfekt mit dem kanarischen Stil harmonisiert. Die Anlage befindet sich direkt am Meer und offeriert eine Fülle von Dienstleistungen, die unseren Gästen schöne Erinnerungen an ihren Aufenthalt in Teneriffa gewähren. An unseren Rezeptionen, die selbstverständlich mehrsprachig sind und dem Gast 24 Stunden zur Verfügung stehen, informieren wir unsere Kunden über die bestehenden Dienstleistungen. Natürlich sind wir Ihnen gerne behilflich, falls Sie ein Auto mieten möchten, an Ausflügen und Freizeitaktivitäten interessiert sind oder aber Geld wechseln möchten. Die Apartments verfügen über Wohn- und Badezimmer sowie einer komplett ausgestatteten Küche.
Damit Sie die schönen Aussichten genießen können, haben alle Apartments im Parque Santiago eine Terrasse oder einen Balkon. Das Freizeitangebot im Parque Santiago beginnt mit den Salzwasserschwimmbädern und den Sonnenterrassen, die das ganze Jahr dem Gast zur Verfügung stehen. Dies gilt ebenso für die zwei großen Naturschwimmbäder, die zwei klimatisierten Schwimmbäder sowie dem Kinderschwimmbad. Natürlich möchten sich die Kleinen der Familie ebenfalls vergnügen. Daher haben wir im Parque Santiago 3 und 4 Kinderspielplätze und einen Kindergarten. Im Peter Pan arbeitet ausgesuchtes, fachkundiges sowie zweisprachiges Personal und Kinder ab 18 Monaten sind hier herzlich willkommen. Mit lustigen pädagogischen Spielen ist das Vergnügen der Kleinen sichergestellt. Das modernstens ausgestattete Gesundheits- und Sportzentrum Natural Life, welches zu den führenden Zentren Spaniens gehört, offeriert Ihnen Möglichkeiten eines gesünderen Lebens. In Natural Life können Sie sich dank der verschiedenen Einrichtungen wie Whirlpool, Sauna, türkisches Dampfbad, Squash und Fitnessraum im Urlaub auf Ihren Alltag vorbereiten. Ein Friseursalon rundet das Angebot ab. Im Parque Santiago werden Sie eine Reihe von Dienstleistungen vorfinden, welche Ihren Urlaub bequemer und komfortabler machen. Unter anderem befindet sich hier ein großes Einkaufszentrum mit mehr als 120 Geschäften, die Ihnen lokale, nationale und internationale Produkte anbieten. In der Ladengalerie Parque Santiago 3 befindet sich ein Supermarkt. Hier finden Sie frisches Obst, Gemüse und Fleisch sowie ofenfrisches Brot, Milchprodukte, Tiefkühlwaren, Weine, Liköre, Erfrischungsgetränke. Im Supermarkt Santiago haben Sie die Möglichkeit, nonstop zwischen 8 und 21 Uhr jeden Tag der Woche einzukaufen. Hier finden Sie eine große Auswahl an nationalen und internationalen Produkten. Freunde der Gastronomie haben im Parque Santiago verschiedene Restaurants zur Auswahl. Die internationale Küche kann man im italienischen Restaurant der Pizzeria La Trattoria oder aber im Restaurant Concha, welches die neue chinesische Küche repräsentiert, genießen. Das Restaurant La Rana ist spezialisiert auf frische Fisch- und Fleischgerichte vom Grill.
Lokale, spanische und internationale Küche bietet Ihnen das Restaurante Atlantico im Parque Santiago. Bestes Grillfleisch vom Holzfeuer in rustikal gemütlicher Atmosphäre bekommen Sie im Grillrestaurant Happy Stable. Vorzügliche Snacks bieten Ihnen der Treffpunkt, die Snackbar El Meson, oder aber die deutsche Bierstube Bierpinte. Für den kleinen Hunger zwischendurch oder eine Tasse Kaffee haben Sie im Chiringuito Ucanca und im Café del Parque eine ideale Auswahl. Im Pub Scarlet können Sie bei angenehmer Musik unter Freunden auf Ihren Urlaub anstoßen. Ferner befinden sich im Parque Santiago zwei ausgezeichnete Eiscafés. Direkt am Schwimmbad bietet Ihnen die Sumeria Oasis exquisite frische Fruchtsäfte aus der Natur. Direkt am Meeresufer befindet sich die Kaffeebar San Borondon, die Sie mit verschiedenen Eissorten, Kuchen und Snacks verwöhnen möchte. Teneriffa bietet Ihnen einzigartige Landschaften in einer faszinierenden Umgebung. Parque Santiago 3 und 4 werden Ihren Aufenthalt auf dieser Insel unvergesslich machen. Wir erwarten Sie.